Er wird gleich wieder irgendwo neben mir stehen. Habe ich es nicht eben gesagt? Ich habe es noch gerade in dem Satz gesagt. Warum schubst er mich denn jetzt hier rein? Schrei doch nicht so, Alter. Ich hab mich auch nochmal erschrocken. Ah, an der Stelle waren wir schon mal. In diesem komischen Haus ganz am Anfang. Bleib mal. Ganz entspannt, Pippi. Ey, warum kommt man? Spielst du vielleicht mit uns? Mhm. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ah! Digga! Spann dich doch mal! Okay, lang geht's nicht. Ich habe mich gerade so unnormal erschrocken, ne? Puh! Warum erschreckt sie mich? Ich weiß nicht, ob ich sie schlagen soll oder nicht. Tschüss, warum schreit sie so? Oha! Ja, okay, entspann dich doch mal. Tschüss. Digga. Jetzt mal ernsthaft, was soll... Nee! Ich lese mir das jetzt durch. Digga, wir probieren es so. Ich heul gleich. Ich heul gleich. Du bist!
Ich hab's geschafft! Geht aber noch weiter, oder? Ja, jetzt kommt nochmal der Endboss und dann hab's geschafft. Ich bin jetzt ein großes Mädchen! Boah, ciao. Ich weiß ja nicht mal wohin. Digga. Tot. Sie ist nicht tot. Warum sollte sie tot sein? Warum sollte sie tot sein? Warum auch? Die Waffe! Als ob jemand so anruft und ich mit einem Kampf so erstmal rangehe. Ich muss mit den Spielchen. Ernsthaft, was war das? Einfach nein. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Yeah! Mia. Oh, die lebt da immer noch. Ja, moin. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür.